grüß Gott mit einem E-Commerce aus Österreich, habt einen 20er. Ja, in etwa so, denke ich, könnten die Österreicher reden. Willkommen zur nächsten Folge der Ultra-Karriere. Wir sind in Österreich angekommen. Zum ersten Mal seit 2003 befindet sich die Formel 1 in Österreich auf dem damaligen A1-Ring, auch heute genannt dem Red Bull-Ring. Ja, da haben wir schon mal die Informationen bekommen. Red Bull ist zufrieden mit dem Trainingsprogramm von Simon Kaufmann. Die Daten scheinen wohl alle repräsentativ zu sein. Die Teile könnten wohl demnächst angewendet werden. Ja, das erste Mal seit 2003. Wir sehen es auch dementsprechend. Das letzte Mal gewonnen hier hat Michael Schumacher im Jahre 2003 von Kimi Räikkönen und Rubens Barrichello. Schumacher damals auf der Pole um mein Rennen. Ja, gut. Gab keins. War ich nicht dabei. Österreich das erste Mal seit 11 Jahren wieder im Kalender. Die WM, die kam etwas näher zusammen. Wir sehen der Sprung von 5 auf 2 von unserem Protagonisten hier, vom Schweizer. Sehr gut gemacht. Auch entsprechend Glück gehabt, dass Rosberg, Alonso und Ricciardo allesamt einen Nuller geschrieben haben. Das bringt das Ganze hier nochmal etwas enger zusammen, als es eigentlich wäre. Denn Mercedes war ja komfortabel vorne. Die würden auch komfortabel diese WM anführen, wenn sie sich in Sachen Effizienz und Fehlerquote etwas verbessern würden. Jetzt sind wir aber in Österreich und Qualifying das erste Mal, wie gesagt, seit 11 Jahren im Trockenen in Q1. Heimrennen auch für das Red Bull Racing Team, ganz klar hier auf dem Red Bull Ring in Österreich. Marke Red Bull kommt ja ursprünglich aus dem österreichischen Land und möchte sich heuer entsprechend positiv repräsentieren. Gut, Q1, wir haben es kurz gesehen, wer ausgeschieden ist, keine großen Namen, sonst hätte ich es erwähnt. Mittlerweile lassen wir es einfach noch durchlaufen. Ich rede ein bisschen um heißen Brei rum im Qualifying. Wir sehen einfach nur ein paar kleine Momente, ob es gereicht hat von der Zeit oder nicht. Q2 entsprechend auch easy going. Q3 war dann plötzlich Regen angesagt. Und wie wir diese alten Gruppenmasse-Spiele kennen, da kommt es ja von extrem trocken auf einmal zu extrem nass. Kann ich mir nicht erklären, ist aber so. Überraschenderweise ausgeschieden aus der Session Hamilton und Bianchi. Normalerweise sind wir nur einer von beiden. Heute sind es mal beide. Das ist nicht wirklich ideal für die beiden hier auf dem Red Bull Ring. Und was bedeutet Regen in Q3? Du fährst so lange, bis du keinen Sprit mehr hast. Du behältst die Reifen drauf und gehst am Ende noch einmal raus. So, Bestzeitkurs in Sektor 1. 3 Minuten vor Schluss. Sektor 2, persönliche Verbesserung. Letzte Kurve über Start und Ziel. Wohin spült es den jungen Schweizer? Es spült ihn auf zwischen Rang 5. Und das bleibt dann auch am Ende dabei. Es ist der 5. Platz. Es ist die 3. Startreihe hier in Österreich. Und wieder sind die 5 Verdächtigen, die an der Spitze zu sehen sind. Mit einer Mercedes Frontreihe 1 und 2. 16.000stel trennen die beiden im Endeffekt über Pole oder Startplatz 2. Gut, ich denke mal, mehr gibt es nicht zu sagen. Das Rennen gebe ich euch jetzt schon mal vorab die Info. Es wird nass sein. Es beginnt nass, es soll wohl abtrocknen. Aber wie sich dieses Rennen dann widerspiegelt, das werdet ihr in wenigen Augenblicken erst erfahren müssen. Ja, ein regnerischer Tag heute in Österreich. Die letzten 5 Rennsiege haben wir hier soeben ganz kurz eingeblendet. Schumacher, Coulthard, Häkkinen und Eddie Irvine. Anfang 2000er, das letzte Mal, als die Formel 1 sich ja hier blicken ließ. Letztendlich sind sie zurück. Die Besitzer wollten wieder zurück, haben den Vertrag mit der Formel 1 ausgehandelt. Und jetzt kriegen wir den ersten Österreich Grand Prix seit, wisst ihr es noch? Trommelwirbel, 11 Jahren. Schon ein paar Mal erwähnt heute, aber ist halt Fakt. So. Regnerischer Start auf Intermediate. Wenn die roten Lichter löschen, geht's los. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten hier in Österreich. Und das Rennen ist freigegeben. Turbi mit einem sehr guten Start. Kommt direkt an Kaufmann vorbei. Alonso versucht durch die Mitte an beiden Mercedes-Fahrern vorbeizugehen. Und da geht ein Mercedes zweit. Und Alonso, ja, der führt das Rennen an. Fernando Alonso. Ich habe ja gehört, man liebt oder nicht Fernando sage. Aber gut, sei es drum. Wir schweifen ab hier. Berghoch, Kaufmann auf Platz 5, hinter Nico Rosberg. Rosberg, der braucht endlich mal wieder was Zielbares. Dem gleicht diese Weltmeisterschaft seit Monaco ordentlich. Kaufmann auch neben Ricciardo. Side by side, Teamkollegen unter sich. Es geht hier aktuell um Platz 3. Alonso und Kubica, die haben ausgecheckt. Die dachten sich, ja Mensch, Freunde, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Wir wollen direkt aufs Treppchen. Kaufmann übernimmt
aktuell, jo, mitten im Riesenslide, P3. Er ist vor seinem Teamkollegen Ricardo und ich habe so den Anschein, Ricardo könnte schneller. Könnte wahrscheinlich schneller, aber es ist die erste Runde und in der ersten Runde, da gibst du keinen Teammodus und sagst direkt, ja, geh vorbei. Dann haben wir kurz gesehen, Turvey an Ricardo vorbei, nicht an Ricardo, an Rosberg vorbei, ist hinter Ricardo angelangt. Und nach zwei Runden, der ist natürlich nicht freigegeben, der Vorabstand nach vorne gigantisch. Kubica und Alonso fahren weg, also die fahren ihr eigenes Rennen ohne Konkurrenz. Kaufmann erneut mit einem Fehler, also die kleinen Fahrfehler, die häufen sich etwas zu sehr beim Schweizer. Das ist nicht ideal, Ricardo kann schneller, das sieht man deutlich. Und ich bin erstaunt, dass Red Bull da nichts sagt zwischen den beiden. Lass den vorbei, der könnte die beiden da vorne eventuell schnappen. Wir wollen hier noch um den Sieg kämpfen. Das ist doch das Motto von Red Bull. Let Ricardo through. Let Daniel through, please. If Daniel really is faster than me, then he should overtake me. I do not let him by. Oh, 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 oh. Okay, close up to him and overtake him. Da ist die Team Order angelangt. Kaufmann sagt, nee, nee. Wenn er vorbei will, muss er es eher machen. Ich kämpfe ebenfalls um die WM. Er ist in der WM auch vorne. Da hat er auch absolut recht, aber sich gegen das Team zu stellen, kein Fahrer ist normalerweise größer als das Team. Muss man auch mal sagen. Runde 6 sind wir also. Ricardo ungeduldig dahinter. Wann macht er mal ein Harakiri-Manöver? Also die Situation hier zwischen den beiden spitzt sich zu. Der Regen in der Zwischenzeit hat aufgehört. Es hat aufgehört zu regnen. Die Strecke trocknet also ab. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie lange muss man auf den Intermediates bleiben? Wann ist es Zeit für Trockenreifen? Riskiert man es nicht? Fakt ist, die Zeiten werden, glaube ich, etwas schneller. Das ist auch Zeit für das Boxenstopp-Fenster im normalen Rennen und mit solchen Fehlern. Da tust du dir absolut keinen Gefallen. Und wir sehen jetzt auch hier in einer super Speedshow, dass Ricardo da nicht vorbeikommt. Kaufmann fährt da weiter in das Rennen. Aber ich glaube, was man hier vor allem demonstrieren möchte, ist, der Spray, der ist kaum da in der Außenkamera. Man sieht den Spray noch auf den Rädern vorne. Es wäre Zeit für einen Boxstopp. Kaufmann boxt nicht in dieser Runde. Wer aber boxt, sind die beiden Führenden, Kubica und Alonso. Und jetzt ist natürlich die Frage, auf welchen Reifen kommen die wieder raus? Kaufmann übernimmt aktuell die Führung in diesem Rennen. Auf dem Intermediate-Reifen. Da ist noch ein bisschen Gischt vorhanden. Es ist noch ein klein wenig zu früh, um auf Trockenreifen zu wechseln. Aber Red Bull hat ja schon ganz klar gesagt bei Kaufmann, beziehungsweise Kaufmann hat gesagt, Junge, Junge, ich will den weichen Reifen haben. Ich will hier mit Trocken zu Ende fahren. Was machen die anderen? Das ist die Frage. Die hinter ihm sind jetzt alle in die Box. Da ist Ricardo in die Box, Turvey, Rosberg und da war noch einer mit von der Partie. Alle in der Box. Auf welchen Reifen ist jetzt natürlich die Frage. Die sind deutlich schneller zurzeit als Kaufmann auf den alten, abgelutschten Regenreifen. Boxenstopp, da sehen wir, er kommt rein. Er will in die Box rein, der überfährt die Linie. Das darf man nicht. Das darf er nicht. Das kann eine Strafe nach sich ziehen. Eine Strafe vielleicht in einem so wichtigen Rennen. Und dieses Untersuchen des Stewards, Kaufmann kommt rein. Und dahinter kommen auch Alonso und Kubica in die Box. Die waren nochmal auf Intermediates, das gibt's doch gar nicht. Die haben das strategisch so weggeworfen und erneut durch eine meisterhafte Strategie, wie in Kanada, befindet sich Red Bull und Kaufmann auf der 1. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist unglaublich. Unfassbar. Kaufmann, ungewollt. Also ungewollt. Also nie geplant, dass der das Rennen anführt. Auf legalem Weg. Und er führt's an. Auf frischen Reifen. Aber, diese Szene hier. Er kommt weit raus. Er verliert etwas Zeit. Das muss man ihm auch sagen. Jetzt sehen Sie nochmal in der Onboard-Situation. Er bremst runter, kommt raus. Verliert auch etwas an Zeit. Und ja, das ist die Frage. Was passiert? Was passiert da? Vor lauter Niesen passiert da noch ein Fahrfehler. Vom Schweizer, da geht er weit in, was ist, Kurve 6? Da versucht auch Kubica an Alonso vorbei zu... ich bin hier gerade voll neben mir. Also Alonso vorbei an Kaufmann, Kubica dahinter. Es ist ein Dreikampf hier um den Sieg. Alonso will dieses Rennen, muss dieses Rennen gewinnen, um in der WM wieder Boden gut zu machen.
Und es gab keine Strafe. Die Stewards haben entschieden, wir haben es gerade gesehen, als ich diesen Niesanfall hatte, es gibt keine Strafe für Kaufmann. Wir haben also Green Flag Racing, cleanes Racing bis zum Ende. Aber wir sehen hier noch, was ist passiert, bevor sich alles hier überhäuft. Einfach ein klassischer Fahrfehler. Etwas gepennt, kam ins Kies raus, Alonso ging vorbei mit den dreckigen Reifen, versuchte dann Kubica hinter sich zu halten. Das geht, das klappt auch. Und jetzt sind wir in der Situation, 3,5 Runden Verschluss. Wer gewinnt dieses Rennen? Musik ab, Kampf an, Ansage, Alonso gegen Kaufmann, gegen Kubica. Dreierkampf. Wer gewinnt das Ding? Wer fährt das heute nach Hause? Für alle drei geht es hier um wichtige WM-Zähler. Jeder will diese WM gewinnen von den dreien. Und alle drei haben sie die Chance. So, der DRS ist freigegeben. Ab der letzten Runde, glaube ich, sogar schon. Und dann direkt die Ansage vom Ingenieur. Gib Gas, hol den. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Mach das Beste draus. Da wird er gelobt bis zum geht nicht mehr. Er ist schon dran an Alonso. Alonso kann nicht wegziehen. Also Kaufmann hat auf einmal die Pace im Trockenen gefunden. Vorletzte Rennrunde. Kubica mit der schnellsten Runde. Jetzt spielt der Mercedes auch noch mit. Kaufmann auf dem Weg zur Attacke gegen Alonso. Hoch zur Kurve 3. Er lauert. Er hat jetzt analysiert. Alonso wurde jetzt 2 Runden lang analysiert. Wie lange kann das Alonso halten? Und wie lange kann das Kaufmann halten? Wie lange dauert es, bis Kubica das Manöver setzen könnte? Hier runter nicht. Aber oh, ganz schön eng dran. Ganz schön enges Duell zwischen den dreien hier. Wir sind hier eine ganze Runde mit von der Partie. Runter zur Kurve 6, 7. Da überholst du nicht. Da kannst du nur selber wegwerfen, indem du sehr weit rauskommst. Aber du musst hier auch den Exit wahren, um den Speed mitzunehmen. Bisschen mehr als eine halbe Sekunde. Der Abstand auf Alonso. Das DRS-Fenster wird sich gleich ergeben. Und zwar bei diesem Detection Point hier. Wenn er innerhalb einer Sekunde war, dann kriegt er noch einmal DRS für die letzte Rennrunde. Es wird gepusht. Letzte Runde. 669. Der Abstand auf Alonso. Und jetzt in Kurve 1. Da ist er schon ganz schön nah dran. Der ist näher dran als letzte Runde. Der ist da. Der will vorbei. Saugt sich ran. Top Speed. Fettes Gemisch. DRS gibt's hier nicht auf dieser Geraden. Attacke hoch zur Kurve 3. Innenbahn gegen Alonso. Er zieht vorbei. Unglaublich. Unfassbar. Er führt das Rennen an. In der letzten Runde. Und Alonso, der wird sich sowas von ärgern, dass er das nicht nach Hause gebracht hat. Und wisst ihr, was das bedeutet? 3 in a fucking row. Der dritte Sieg in Folge. Kaufmann meldet sich zurück. Der amtierende Weltmeister. Er ist wieder da. Oh. Also auch beim Kommentieren macht das auch mal Spaß, das halt zu gucken. Und das war auch beim Fahren echt intens. Ich erinnere mich noch, ich war da auf dem Teamspeak, musste den Leuten sagen, ruft mich raus, das ist so intens. Ich will hier nicht mehr sein, ich brauche Konzentration. Kaufmann gewinnt, Alonso 2, Kubica 3, Ricciardo 4, Rosberg 5. Die WM-Kontrahenten auf den ersten 5 Plätzen. Einige Überrundungen gab es natürlich auch noch, durch diesen Strategie mit dem Regen-Trocken-Gedöns. Und 2 Punkte. Kubica führt nur noch mit 2 Punkten vor Kaufmann. Alonso 18 dahinter, Rosberg 21, Ricciardo 29. Ricciardo verliert etwas am Boden. Aber es bleibt spannend. Und das ist es, was ich auch in dieser Saison haben möchte. Einen spannenden WM-Kampf mit mehreren Leuten. Das gab es schon länger nicht mehr. Mercedes nur noch deren 10. Zehnerchen vor Red Bull und Ferrari. Ja, also ich glaube, die können es vergessen, dann nochmal anzugreifen. Das ist ein bisschen zu viel. Die müssen nur noch P3 festigen. Dann haben die ihr Optimalziel in dieser Saison erreicht. Ja, Freunde, ich bin ausgepumpt. Ich brauche ein Wasser. Ich brauche Pause. Das war das Österreich-Rennen. Ich würde sagen, die Woche war geil. 2 starke Rennen von meiner Wenigkeit. Interessante Strategierennen in dieser Woche. Das kann ja nur besser werden nächste Woche. Ob es nächste Woche ebenfalls 2 Folgen geben wird oder nicht, werdet ihr noch erfahren. Der Januar war 2 Wochen Rhythmus. Danach wird es ein bisschen weniger werden, weil die Zeit wahrscheinlich nicht mehr ausreicht. Aber sei es drum. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die neue Folge. Und wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder.
beim Großpreis von Silverstone. Macht's gut, bis dahin, habt einen traumhaften schönen Tag. Ciao, ciao.